Wer die blanke Angst in Lindsay Lohans Gesicht gesehen hat, als sie vor Gericht verurteilt wurde, der fragt sich, was erwartet die 24-Jährige, wenn sie in knapp 2 Wochen in L.A. ins Frauengefängnis wandert. Sie selbst muss es wissen, sie war schon mal da. Tanja Jede. In diesem Moment, als Lindsay Lohan erfährt, dass sie 90 Tage ins Gefängnis muss, ist sie offenbar wieder da. Die Erinnerung an 48 Stunden hinter den Mauern des Frauengefängnisses in Linwood. Dort saß sie schon einmal vor 2 Jahren wegen Trunkenheit am Steuer. Hat sie diese panische Angst vor den Mitinsassinnen, die möglicherweise nicht gerade zimperlich mit dem verwöhnten Hollywood-Girl umgehen könnten? Oder ist die Enge ihres neuen Zuhauses für sie eine Horrorvorstellung? Die Zelle ist sehr klein und eigentlich für 2 Insassinnen. Man darf sie nur einmal am Tag verlassen, dann darf man fernsehen und telefonieren, allerdings nur mit einem Münztelefon. Kaum vorstellbar, wenn man an ihren Karrierestart denkt. Lindsay Lohan steht seit ihrem 3. Lebensjahr vor der Kamera, galt einst als talentierteste Schauspielhoffnung Hollywoods, bis sie immer tiefer und tiefer in den Drogensumpf sinkt. Und statt sich an die Bewährungsauflagen zu halten und regelmäßig zum Drogentest zu gehen, dachte sie lieber darüber nach, wie sie ihre Fußfessel, die ihren Alkoholkonsum misst, von Chanel sponsern lassen könnte. Ihre Reue vor Gericht kommt zu spät. I know that I was ordered to go once a week. And it wasn't, you know, I wasn't missing the classes, just hang out or do anything like that. I was working mostly. Fakt ist, das Linwood-Frauengefängnis ist hoffnungslos überfüllt und es könnte sein, dass sie nur 23 Tage absitzen muss. Aber auch dann geht sie weiter, ihre persönliche Hölle. Denn ein Jahr lang darf Lindsay keinen einzigen Tropfen Alkohol mehr trinken. Lindsays neues Zuhause sieht so aus. Eine 6 Quadratmeter Zelle im Frauengefängnis von Linwood. Am 20. Juli muss die Schauspielerin dort ihre 90-tägige Haft antreten. Und wegen dieses provozierenden Fuck-You-Fingernagels muss sie vielleicht noch länger sitzen. Mama Dina eilte anlässlich der gestrigen Urteilsverkündung sofort nach L.A., um ihrer Tochter zur Seite zu stehen. Und das kann dauern. Nach der Haft muss ihre Tochter in einer geschlossenen Klinik 3 Monate auf Entzug. Es könnte das endgültige Ende ihrer Karriere sein oder ein Neuanfang werden. Lindsay Lohan muss für 90 Tage ins Gefängnis. Während der Urteilsverkündung am vergangenen Dienstag, da bricht die 24-Jährige zusammen. Es ist der absolute Tiefpunkt in einem langen und immer bodenloser werdenden Karrierefall. Die einst gefeierte Teenie-Schauspielerin wurde zu einer erfolglosen, drogen- und alkoholabhängigen Verliererin. Was der Knast für Lindsay Lohan bedeutet, wie ihr Vater zu seiner Tochter steht und wie es überhaupt so weit kommen konnte. Frank Fastner und Daniela Maschmann. Sie lebt ein Leben wie auf der Achterbahn. Nur, dass die Talfahrt nicht mehr enden will. Drogen, Alkohol, Schmerzmittel, Gefängnis. Mit 24 Jahren ist Lindsay Lohan ganz unten angekommen. I'm sorry. Und das, wo sie einst ganz oben war. Lindsay war glücklich, erfolgreich. Eine große Karriere stand ihr bevor. Mach dir keine Sorgen. Wirklich. Doch dann passierte es. Der Teenie-Star stürzte ab, verlor den Boden unter den Füßen. Jetzt muss Lindsay Lohan ins Gefängnis. Wird sie jemals wieder zurück zu sich und ihrer Karriere finden? Dies sind die aktuellsten Bilder von Lindsay Lohan nach dem Urteil. Wie sie in einem Bastelladen shoppen geht. Will sie sich ablenken? Der Schock muss noch immer tief sitzen. 90 Tage Knast. Damit hatte Lindsay nicht gerechnet. Das war ihr vergangenen Dienstag deutlich anzumerken. Noch im Gerichtssaal bricht sie fast zusammen. I'm not taking this as a joke. It's my life. And it's my career and something I've worked for my entire life. Doch die Richterin bleibt hart. Lindsay hat gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen, vorgeschriebene Suchttherapiekurse geschwänzt und Gerichtstermine versäumt. Ich war es leid, dass sie gekommen und gegangen ist, wie es ihr gefällt. Auch Lindsays Anwältin scheint die Nase voll von der Ignoranz der 24-Jährigen zu haben. Nach dem Urteilsspruch legte sie ihr Mandat nieder. Sie will die 24-Jährige nicht weiter verteidigen. Nur einen Tag später treffen wir exklusiv Lindsays Vater Michael. Er ist bekannt dafür, dass er in der Vergangenheit die Skandale und Probleme seiner Tochter gerne in die Öffentlichkeit getragen hat. Angeblich, um Lindsay aus dem Sumpf zu holen. Doch Gefängnis hält er für die falsche Antwort. Kein Vater will sein Kind im Gefängnis sehen, vor allem nicht seine Tochter. Sie hat doch niemanden umgebracht oder ausgeraubt oder jemandem wehgetan. Bunte Reporterin Simone Vollmer war bei der Strafverkündung live dabei. Sie sieht im Urteil auch eine Chance. Mir hat sie auf der einen Seite leid getan, auf der anderen Seite habe ich aber gedacht, sie braucht jetzt irgendwann mal eine Strafe, um zu realisieren, dass sie nicht einfach immer alles machen kann, was sie möchte. Weil sie denkt natürlich, dass ganz Hollywood nach ihrer Nase tanzt.
Denn so war es früher. Lindsay Lohan ist schon als Kind ein Star. Mit 12 spielt sie die Hauptrolle in Ein Zwilling kommt selten allein, ihr erster Kinofilm. Sie wird zum Teenie-Idol. Es folgen weitere Hauptrollen in Freaky Friday oder Girls Club. Lindsay gewinnt Filmpreise, wird zu einer der populärsten Schauspielerinnen, der Teenie-Star schlechthin. It's very strange. Das ist wirklich seltsam, aber es ist ein Riesenkompliment und ich fühle mich sehr geehrt. Auch privat scheint Lindsay damals glücklich zu sein. So wirkt es zumindest auf diesem Amateurvideo von 2002. Hier feiert Lindsay zusammen mit Familie und Freunden ihren 16. Geburtstag, albert mit ihrem Vater Michael rum. Doch dieses Glück und auch ihr Erfolg, all das bricht zusammen. Der tiefe Fall der Lindsay Lohan beginnt im Sommer 2005. Wann habe ich es gemerkt? Als Dina und ich uns scheiden ließen. Sie war zerrissen. Es war eine Tortur für sie, dass sie ihre Eltern nicht mehr hatte. Michael und Dina Lohan lassen sich scheiden, als Lindsay 19 ist. Für die Tochter bricht eine Welt zusammen und die Schauspielerin stürzt ins Bodenlose. Sie wird magersüchtig, fängt an, harte Drogen zu nehmen, trinkt. Im November 2006 stirbt sie fast an einer Überdosis Drogen. Und die Öffentlichkeit nimmt an allem teil. Wenn du Schauspielerst, willst du in den Zeitungen stehen. Du willst, dass die Leute wissen, dass es dich gibt. Du bist ein Entertainer. Ich hab's lieber so als gar nichts. Das ist mein Leben. Das gilt offenbar auch, wenn es negative Schlagzeilen sind. Und die hören bei Lindsay nicht mehr auf. Der Teenie-Star steht gleich mehrmals vor Gericht. Wegen Drogendelikten, Diebstahlsvorwürfen und Autofahren unter Alkoholeinfluss. Doch Lindsay kommt mit Bewährungsstrafen davon. Die Schauspielerin hat durch ihre Filme viel Geld gemacht, aber Reichtum zieht oft falsche Freunde an. Nach der Scheidung ist der Halt durch ihre Eltern verloren gegangen. Und ihre Freunde können oder wollen ihn ihr nicht geben. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Ich möchte das Leben in vollen Zügen genießen, Erfahrungen machen und aus meinen Fehlern lernen. Jeder kann doch tun und lassen, was er will. Wenn du in so finsterer Gesellschaft bist und jemand versucht dir zu helfen und will dich da rausholen, aber es ist zu gemütlich, dann kommt man da nicht mehr raus. Selbst Samantha Ronson, mit der Lindsay eine Beziehung hatte, schien lieber feiern zu wollen, als Lindsay zu helfen. Überhaupt fällt die 24-Jährige heute wohl fast nur noch wegen ihrer Skandale auf. Manche Leute sagen, weil sie ist eine gute Schauspielerin, aber im Grunde genommen ist sie immer nur in den Schlagzeilen mit Drogen- und Alkoholexzessen. Da ist ja nichts in letzter Zeit gewesen, was positiv war. Und so wird nur kurz nach dem Urteil bekannt, dass Lindsay seit langem extrem starke Schmerzmittel verschrieben bekommt, von denen sie möglicherweise abhängig ist. Könnte die Haftstrafe so etwas wie ein Wendepunkt für sie sein? Für ein neues Leben? Es wird sehr hart werden. Sie wird 24 Stunden am Tag in ihrer Zelle sein. Sie darf nur eine Stunde raus. Ich würde niemals sagen, das ist gut. Das Gefängnis ist nicht das Richtige für meine Tochter. Es wird ihr wehtun und ihr nicht helfen. Sie hätte 6 Monate in den Entzug gehen müssen. Das wäre richtig gewesen. Die Richterin hat nach der 3-monatigen Haft aber nur 3 Monate in einer Entzugsklinik angeordnet. Eins scheint jetzt schon klar. 3 Monate wird Lindsay wohl sowieso nicht im Gefängnis bleiben. Sie wird auch nicht die 90 Tage da absitzen müssen, denn jeder weiß, dass in Kalifornien die Gefängnisse überfüllt sind. Und ganz besonders im Falle von weiblichen Insassen, die müssen normalerweise nur ein Viertel der angesetzten Strafe absetzen. Das heißt für Lindsay, dass sie wahrscheinlich, wenn überhaupt, bestimmt schon nach 23 Tagen wieder aus dem Gefängnis kommt. Es scheint für Lindsay also doch glimpflicher auszugehen als gedacht. Wie schon so oft. Ob die Haftstrafe sie endlich aufwachen lässt, ihr Vater hofft es. Doch erst die angeordnete Entziehungskur wird sie vielleicht zurück auf die gerade Bahn führen. Und dann erst wird man sie auch als Schauspielerin wieder wahrnehmen. Die letzten Meter in Freiheit geht Lindsay Lohan nicht allein in den Bildern des Tages. Hollywood-Star Lindsay Lohan scheint nach ihrer Verurteilung wieder richtig gute Laune zu haben. Wegen Alkohol am Steuer muss sie nächste Woche für 90 Tage in den Knast. Zusammen mit ihrer Mutter Dina und ihrer Schwester Ellie macht sie heute aber noch einen lustigen Mädelsausflug in den Kaffeeladen im Partnerlook. Demonstrieren sie jetzt Familienzusammenhalt, denn auf einmal kann sich Mutter Dina um ihre Töchter kümmern. Vielleicht ein bisschen zu spät. Hey Lindsay, geht's dir gut? Ja, danke. Noch genießt Lindsay Lohan ihren Kaffee in Freiheit, die Bilder des Tages. Unsere tägliche Linse gibt uns heute. Lilo kann es einfach nicht lassen und versucht mit allen Mitteln Schlagzeilen zu machen. Gestern Abend hat sie mal eben einen Verzweiflungssong im Internet veröffentlicht. Zu jung zum Sterben heißt das Werk. I'm too young to die.
Ob sie damit bei den Richtern auf die Tränendrüse drücken will? Die prompten ihr nämlich eine 90-tägige Haftstrafe auf. Jetzt hofft die Schauspielerin mit dem emotionalen Lied auf Milderung. Sorgenkind des Tages. Lindsay Lohan soll sich freiwillig in eine Entzugsklinik begeben haben. Das melden amerikanische Internetdienste. Die 24-Jährige lässt sich seit Mittwoch in West Hollywood behandeln, heißt es. So will die Schauspielerin angeblich verhindern, dass sie am Dienstag ihre 90-tägige Knaststrafe wegen Verstoßes gegen ihre Bewährungsauflagen antreten muss. Aber wenn schon die Krokodilstränen vor dem Richter nicht geholfen haben.